Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 15.3. Ja, und wie gesagt, heute starten wir in die 10er Reihe von Portaltagen. 10 Portaltage am Stück, sehr intensive spirituelle Energie. Ja, die Schleier zwischen den Welten sind dünn. Können wir, ja, hier durchaus auch so einiges an Botschaft in Empfang nehmen, wenn wir auf Empfang gehen, uns dafür öffnen. Ja, wir können gezielt dafür Zeit nehmen, meditative Zeit, Zeit in der Natur, einfach, ja, einfach auch Rückzüge, bisschen ruhiger, ja, uns selber öffnen mit allen Sinnen für das, was um uns herum geschieht, für das, ja, was auch aufblüht gerade in der Natur und in uns selber aufblühen möchte. Ja, aber wie gesagt, es ist wichtig, dann eben auch auf Empfang zu gehen und diese Zeit auch bewusst zu nutzen, ja, und die göttliche geistige Welt auch zuzugehen mit dem, was uns Anliegen ist, was, ja, worin wir Fragen haben, Herausforderungen, da nach Unterstützung auch suchen und drum bitten und uns öffnen, ja, für die Wege, Möglichkeiten, die uns voranbringen. Schauen wir, was haben wir heute noch konkreter in der Energie angezeigt durch die Karten. Übrigens, heute geht auch dann die Spannung zwischen Mars und Uranus zu Ende. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wohltuend, denn ja, beides sind schon sehr intensive, starke Energien. Sowohl der Mars, der für unsere Tatkraft steht, ne? Das Vorangehen, aber eben auch ja, Leidenschaft, Temperament, ja, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand gehen, ja, Wand gehen wollen. Und der Uranus, dieser, die Energie, der Planet für, ja, das alles Neue, Innovative, ne, ist der Herrscherplanet des Wassermann. Ja, vielleicht sind wir in letzter Zeit mit irgendetwas, was wir angehen wollten, neu angehen wollten, seien es persönliche Themen, ja, dass wir für uns etwas verändern wollten, aber kann auch sein, eben in Sachen Berufung, im beruflichen Bereich, in Beziehungsbereich, ja, Umgang miteinander, Kommunikation miteinander, miteinander gut ins Geschick kommen, dass wir damit nicht so richtig vorangekommen sind, ja, aber vielleicht auch da Gespür bekommen haben, was wir wollen, worauf es ankommt, was jetzt ja, ganz konkret auch Gestalt nach Gestaltung und Umsetzung verlangt. Hier lässt jetzt die Spannung so ein bisschen nach, also das, auch das Kreative, das Konstruktive, etwas an Ideen zu entwickeln, lässt nach. Hier kann Möglichkeit jetzt hineinkommen, in die Umsetzung einfach auch stärker zu gelangen. Schauen wir. Die 52, die Dornenkrone. Ja, es ist ja weniger auf die Dornenkrone an sich abgezielt. Wir haben noch nicht Karfreitag, aber es ist eben auch ein Freitag. Ja, es ist auf die Dornen an sich angespielt, ja, die Stacheln, ja, und damit auf Hindernisse, Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Aber ja, wo Vorsicht geboten ist, wo Verletzungsgefahr besteht. Falls wir hier heute durch irgendetwas durch müssen, an, ja, an schwierigen Auseinandersetzungen vielleicht, ne, an Gesprächen geplant oder absehbar oder eben auch zufällig, ja, sehr spontan, dann ja, kann es hier schon eben auch zu Verletzungen kommen. Das ist nicht auszuschließen. Ja, gerade auch im Miteinander, ne? Eben wenn hier Reibereien, Diskussionen geschehen, aber gleichzeitig
ist es auch die Möglichkeit, natürlich dann genau auf die empfindsamen Punkte auch aufmerksam zu werden, ne? Wo wir uns selber vielleicht auch noch schützen müssen, wo wir ja mit uns selber oder auch mit anderen vorsichtiger umgehen sollten, ne? Ja, kann sein, dass das heute eben nicht so gut gelingt, aber ja, ein wichtiger Hinweis ist, genau auf solche Stellen zukünftig dann wenigstens auch zu achten. Aber vielleicht ist es dir ja dann heute auch schon möglich, gerade wenn du das jetzt hier hörst und siehst und darauf aufmerksam wirst, ne? Ja, kann sein, dass heute etwas auch sehr schmerzlich bewusst wird, kaum noch zu ertragen ist. Ja, insofern dann schon auch Hinweis auf die Dornenkrone, ein Leiden. Kann sein, dass es körperlich ist, gesundheitlich, ne? Aber muss nicht nur sein, dass auch eine Situation vielleicht innerlich nicht kaum noch auszuhalten ist, eine Spannung. Ja, vielleicht wartest du auf, bestimmte Botschaften eben auch, Nachrichten, sie bleiben aus. Oder wartet es auf darauf, dass etwas Bestimmtes auch zu Ende geht. Ja, endlich ein leidvoller Zyklus auch zu Ende geht. Ja, wir hatten hier an der Unterseite ja den Sarg. Ja. Vielleicht auch die Woche, weil sie schwierig war, die Arbeitswoche. Ja, aber vielleicht auch vielleicht ein Arbeitsverhältnis zum Beispiel. Ja. Ist heute vielleicht hier der Punkt jetzt gerade erreicht? Okay, jetzt ist ein Abschluss gesetzt. Vielleicht ist es auch wirklich das Ende eines schwierigen Zyklus. Vielleicht wartest du auch auf Geld oder eben auf eine Benachrichtigung, auf einen Entscheid. Ja, naja, mach dich da auf alles gefasst. Aber hier ist gleichzeitig auch angezeigt, dieser leidvolle Zyklus, ne? Das, was Schmerzen bereitet hat, sei es nun körperlich, seelisch, zwischenmenschlich, das findet ein Ende. Das findet ein Ende, beziehungsweise das gehört, ja, gerade wenn es so auch, ich will mal sagen, innere Unruhe, Schmerzen sind, ne? Inneres Unwohlsein. Das gehört zum Teil, zum guten Teil zu einem Start auf einen neuen Weg mit hinzu, ne? Also der Narr ist nur deswegen unbelastet und frei, weil er sich eben wirklich auch von allem gelöst hat, was Bedenken bereitet, was Last bereitet. Er ist da durch schwierige Zeiten gegangen, hat so manches bedacht, abgewogen, hat mit sich selber auch immer wieder gehadert, mit Angriffen vielleicht von außen eben auch gehadert, hat innerlich aussortiert an Glaubenssätzen, ja, musste hier und da eben auch sehen, einsehen vielleicht, begreifen, dass es an bestimmten Stellen nicht weitergeht oder der Weg nicht so verläuft, wie selber vorgestellt, sondern der Weg zu dem hin, was gut tut, was selbst ihm selbst entspricht, woanders lang führt. Ne? Ja, aber eben zu dem führt, was ihm ganz entspricht. Ne? Und der Weg bis dahin, bis zu diesem Punkt, an dem er etwas erfolgreich abgeschlossen hat, ein Kapitel seines Lebens erfolgreich abgeschlossen hat und nun einfach unbelastet und frei für sich wirklich seinen eigenen Weg gut starten kann, hat gezeigt, hat gelehrt auch, dass viel an Vertrauen notwendig ist, ne? Weil wir als Menschen eben
nicht so weit blicken können, ne? Aber innerlich schon auch immer wieder spürbar wird, vielleicht auch sichtbar wird, klar wird. Wir sind nicht allein unterwegs, wir sind gut geführt, geleitet, geschützt und gilt es hier ins Vertrauen zu gehen. Ja, und das wird jetzt hier getan, ne? Ja, und wie gesagt, gerade dann, wenn wir auf unserem Weg sind, kann es manchmal sehr dornig und steinig werden. Sehr öde, vielleicht auch einsam. Ne? Ja, wir hatten dieser Tage das Schiff mit dabei und den Gedanken, ne, eben von Bord zu gehen oder ja, andere von Bord des eigenen Lebensschiffes gehen zu lassen. Ne, wir sind nicht immer dann im Einklang mit anderen, mit dem, was wir tun, gerade wenn es vielleicht sich sehr um Berufung dreht oder ja, für uns unseren Weg einzuschlagen, der uns entspricht, wenn es darum geht. Aber es werden sich dann nach und nach einfach auch wieder die dazu gesellen, die auf gleicher Schwingungsebene sind. Ne? Ja, vielleicht kannst du auch beziehungsmäßig, ne, hier wirklich für dich endlich neu durchstarten. Hast deine Verletzungen, deine inneren Verletzungen gut anschauen können und kannst dir gut ins Vertrauen gehen, dass sich alles schon wirklich so gut entwickelt und zeigt, wie es für dich dran ist, wie es für dich gut ist, ne? Starke Energie, Neustartenergie. Der Strauß, Vermeidung. Der Strauß senkt seinen Kopf bei Gefahr sehr nah an den Boden, um sich als Busch zu tarnen. Steck deinen Kopf nicht in den Sand, wenn du deine Augen vor unangenehmen Realitäten verschließen willst. Mach dich nicht von äußeren Begebenheiten abhängig. Stelle dich lieber den Tatsachen und gewinne die Kontrolle über dein Leben zurück. Deshalb die Affirmation: Ich kann mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es ist eine große Arkana, da steht die göttliche, geistliche Welt sehr im Hintergrund, ne? Wie gesagt, schützt, führt, begleitet, aber. Das heißt deswegen nicht, dass wir selber eben nichts in der Hand haben, nichts ausrichten können. Ne? Es geht auch darum, dass wir gehen, dass wir Schrittchen für Schrittchen vorangehen. Ne? Ja, vielleicht wird das neue Kapitel. Du weißt nicht, was es mit sich bringt. Ne? Du kannst einfach nur im Glauben, im Vertrauen gehen. Aber da kann sich wundervolles Großes entwickeln. Ja? Hab keine Angst, hab keine Sorge. Geh ins Vertrauen. Ja? Du hast die eigenen Kräfte und Stärken und Fähigkeiten. Du bist damit ausgestattet. Ja, traust dir selber auch zu. Es wird dir zugetraut, traust dir selber auch zu. Alles Liebe dafür und bis bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.